Hallo liebe Campingfreunde. Ja, jetzt habe ich noch ganz was Besonderes für euch. Ich bin schon oft dran vorbeigegangen bei Caravan Wendt und habe gedacht, naja, schaust mal rein, war auch schon ab und zu drinne. Und jetzt bin ich hier im Freistaat in Sulzemoos und da ist er mir wieder über den Weg gelaufen und habe ich gedacht, ja, den schauen wir uns doch mal genauer an, den Ice Move 6.9e auf Fiat-Basis. Ja, das Fahrzeug hat ein Wandlergetriebe von ZF drinne. Und ja, da wir natürlich immer zeigen, wie wir unsere Fahrräder transportieren können, gehen wir mal direkt zur Heckgarage. Und ihr seht, wir haben hier ausreichend Platz, um Minimum 3 E-Bikes reinzubekommen. Also Platz ohne Ende. Ich werde euch mal die Heckgarage ausmessen in der Länge, weil in der Länge ist überhaupt kein Problem hier. Moment, das ist die Breite des Fahrzeugs. Da haben wir 2 Meter und die Breite, das mal hier rüber, haben wir 1,08 Meter. Und die Durchladehöhe ist 1,01 Meter und die Durchladebreite, na, kriegen wir das hingezirkelt? 80 cm. Überall die Airline-Schienen oben und hier unten, so dass ihr alles richtig verzurren könnt. Ihr könnt natürlich auf der anderen Seite die genauso montieren lassen. Hier gibt es auch verschiedene Systeme, wo man die Fahrräder einfach in ein Trägersystem hineinstellt, mit Auszug oder ohne Auszug. Das ist hier überhaupt kein Problem. Und wie ihr sehen könnt, hier haben wir auch Gasdruckaufsteller, lässt sich super bedienen. Zack, ist die Klappe zu. Ja, dann gehen wir mal weiter um das Fahrzeug hin herum. Dieses Fahrzeug ist im Moment auf 3,5 Tonnen. Ja, in der Regel reicht das auch, wenn ihr jetzt nicht zu viel einladen tut. Dieses Fahrzeug gibt es aber auch mit einem Fäkalientank, einem Gastank oder erweiterten Frischwasser- und Abwassertank. Da reichen die 3,5 Tonnen aber nicht mehr aus. Ja, hier haben wir im Moment natürlich die Kassettentoilette dahinter. Hier haben wir die Frischwasserzufuhr und die Truma Gasheizung. Ja, der Kamin. Hier könnt ihr Diesel und AdBlue befüllen. Das Fahrzeug hat natürlich auf der Fahrerseite keine Tür, weil man muss ja ein bisschen Gewicht sparen. Es soll ja auch von der Geräuschkulisse angenehm werden. Auf der Beifahrerseite haben wir natürlich dann auch keine Tür. So, und dann gehen wir mal ins Fahrzeug hinein, in den Ice Move von Niesmann und Bischoff. Und ja, großartig. Viel Platz, tolles Fahrzeug vom Ambiente her. Also so ein Fahrzeug, wenn ich mal wieder einen integrierten haben möchte, würde bei mir in einer engeren Wahl kommen, weil der ist sehr kompakt. Ja, und ist unter 7 Meter und hat 3,5 Tonnen. Natürlich, wenn man mehr laden möchte, mehr integrieren möchte, kann man das Fahrzeug natürlich in einer höheren Tonnage bekommen. Aber das heißt ja auch, man kann nicht so schnell fahren. Man muss in einigen Ländern mehr Maut zahlen. Und ja, ich bin da nicht so ein Fan von und versuche immer unter den 3,5 Tonnen zu bleiben, weil auch meine Frau nicht den Führerschein hat, um ein Fahrzeug über 3,5 Tonnen zu fahren. Ja, das Fahrzeug ist mit 2 Gurtplätzen, 3, 4 und 5 Gurtplätzen zu bestellen. Ja, die Plätze, hier dreht man die Sitzbank nach außen, dann hat man hier 2 Sitzflächen in Fahrtrichtung. Da gibt es hier ein spezielles Drehsystem. Ja, ich werde das Fahrzeug mal nicht auseinandernehmen. Hier auf der Seite wäre jetzt der 5. Platz. Ihr seht überall, also das ist jetzt nicht weich, das ist ein ganz hartes Material.
Also sehr stabil, fühlt sich aber richtig gut an. Und ja, wenn wir schon mal bei dieser Bank sind, da kannst du ja zu zweit drauf sitzen. Den Tisch kann man wahrscheinlich in allen Richtungen drehen. Moment. Da haben wir ein Schiebesystem, dann können wir den auch noch drehen, genau. So. Moment. Dann klappen wir den Tisch mal aus. Seht ihr? So. Und dann haben wir auch 5 Personen Platz. Wie ihr unten erkennen könnt, ist hier so ein Schiebesystem in Schienen, dass ihr den Tisch auch bis darüber schieben könnt. Ja, wir haben hier hinter die Kopfstützen, nimmt man natürlich ab. Die sind nur für während der Fahrt da. Den großen Bildschirm. Da drüber haben wir Push to Open, einen ja, kleinen Oberschrank mit dem Thoma-Bedienteil. Und hier wird die SAT-Anlage bedient. Ja, hier oben haben wir auch ein tolles Bedienteil. Könnt ihr den Wasserhahn einstellen. Hier, die können die Gasflaschen prüfen. Und hier habt ihr die Batterienaufbau und Fahrzeugbatterie. Und hier habt ihr die Füllstände Wasser, also Frischwasser und Abwasser. Ja, über der Küche habt ihr auch einen großen Schrank, der ist riesig. Ja, und die Küche im Allgemeinen ist ja sowieso ein Highlight, weil wir haben hier, guck mal, können wir die Arbeitsfläche verbreitern. Toll gelöst, ein riesiges, ja, das ist Keramik und Edelstahl kombiniert und einen tollen Wasserhahn mit toller Optik, könnt ihr dann schön zum Abspülen nutzen, rausziehen. Ja, und der Herd ist ebenso ein Highlight. Der wird dann einfach die Abdeckung rausgezogen. Da könnt ihr dann noch Töpfe abstellen und schön arbeiten, so dass ihr ja, eine kleine L-Küche habt. Schaut mal, das geht so einmal rundherum. Und damit in der Zeit, wo ihr kocht, jemand sich ausruhen kann, da könnt ihr hier einfach die Wand hochfahren. Seht ihr? Da habt ihr dann auch noch Regale. So. Und seht ihr? Das ist dann hochgefahren und dann könnt ihr, hier haben wir auch noch so eine Schiebetür. Schließen. So, und jetzt können wir das auch noch komplett schließen. Seht ihr? Dann habt ihr den Hinterbereich komplett abgetrennt. Ja, gefällt mir sehr gut. Unten unter der Küche, also die Schubläden, sehr großzügig. Hier ist der Kühlschrank. Das ist ja ein Monster. Kennt man aus dem Gastrobereich. Da bleibt die, ja, die kalte Luft unten drin. Es sei denn, es wirbelt. Also ich merke es. Da kommt kühle Luft ein bisschen raus. Das bläst so ein bisschen. Ja, richtig schön. Und dann haben wir ganz unten nochmal einen Auszug. Da kann man noch ganz viele Sachen unterbringen. Sehr schön. Ein Highlight ist auch dieses Bad, weil jetzt sieht man die Toilette. Dann hat man hier Oberschränke. Seht ihr? Dann habt ihr verschiedene Haken für die Handtücher. Da könnt ihr eure Deos deponieren. Und hier ist nochmal ein Handtuchtrockner. Dann habt ihr hier einen Luftausströmer. Ja, habt ihr hier, also das ist jetzt einmal für die Bedienung für das Waschbecken
Und das ist für die Dusche. Aber wie funktioniert das mit der Dusche? Ja, wird das rüber geklappt. Und jetzt schieben wir einfach die Wand rüber. So, arretiert. Jetzt haben wir eine Dusche. Und nicht irgendeine Dusche. Die ist richtig geräumig. Also selbst ich habe da keine Probleme drin zu duschen, mich zu wenden. Ja, und auch sehr hoch. Ja, wir sind ja hier in einem voll integrierten. Ich denke mal, da wissen wir, die Höhe reicht immer. Ich kann euch aber gerne mal ein Maß hier auch mal geben, dass man so ein bisschen weiß, worüber wir reden. So, wir haben hier eine Höhe von 1,95 Meter. Da habe ich den Boden aber noch nicht rausgenommen. So, wie gesagt, dann könnt ihr hier die Duschbrause einhängen. So geht das. Und dafür ist dieser Hahn dann. Schieben wir das Ganze wieder zurück. Ja, tolles System. Und schon habt ihr wieder die Toilette, wo ihr auch genügend Platz habt, wenn ihr auf Toilette geht. Und hier ist eine Schiebetür. Moment. So. Und ist geschlossen, das System. Ja, dann kommen wir zum Schlafzimmer. Das haben wir im Moment abgetrennt. Und das ist immer noch ein 6,99 Meter Fahrzeug unter 7 Meter. Und wir haben hier rundum tolle Oberschränke, großzügig. Ich mache euch mal hier noch eins auf. Und das sind auch so angenehme Farben. Also normalerweise mag ich es ja oben nicht so dunkel, aber das passt hier alles zusammen. Bis auf das Grün da hinten, das wäre nicht mein Ding, aber hier kann man auch andere Farben wählen. Ja, und wir haben hier ein großzügiges Bett. Ich messe euch das mal aus. So, Moment mal. Wir haben hier eine Länge von 2,07 Meter auf der Fahrerseite. Und auf der Beifahrerseite, ja, da sind es auch 2,07 Meter. In der Breite haben wir 2,03 Meter. Ja, hier kannst du auch quer schlafen, wenn du willst. Ja, hier vorne haben wir noch eine Garderobe. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier vorne noch finden. In der Trittstufe, oh, da haben wir große Fächer. Hier und hier genauso. So, und dann haben wir hier. Ah, wow, einfach die Tür nach unten. Hoho, da geht es aber tief runter. Zack, zu. Und auf der anderen Seite, da sieht es ähnlich aus. Da oben ist eine Kleiderstange. Herrlich. Ja, so stelle ich mir das vor. Das nenne ich ein schönes Schlafabteil. Ich muss es immer wieder betonen, unter 7 Meter. Wir schauen uns das Fahrerhaus noch ein wenig an. Hier haben wir eine Schublade, wo man die wichtigsten Sachen so während der Fahrt verstauen kann. Hier unten seht ihr verschiedene Ablagemöglichkeiten, auch für Flaschen. Ja, das habe ich euch schon gesagt, das ist ein Fiat-Chassis. Hier haben wir das tolle Radio, das Scenic ZE3766. Ja, ich bin immer mehr begeistert von dem Radio. Selbst, ich hatte ja vorher gesagt, ich werde das Navi nicht mal nutzen, weil ich eigentlich immer Google nutze, Google Maps. Aber jetzt nutze ich fast nur noch das Navi von dem Autoradio. Ich bin so begeistert. Ja. Vorne seht ihr, richtig schön gemacht. Also das nenne ich Integration vom Fiat-Chassis. Hier habt ihr dann genauso so eine Schublade nochmal. Dann habt ihr hier Schiebefenster auf beiden Seiten. Und hier ist nochmal ein kleines Ausstellfenster. Natürlich auch mit Verdunklung und Fliegengitter rundum.
Ja, und was fehlt noch, wenn ihr zu viert reist? Ja, ganz klar. Noch mehr Betten. Und die findet ihr hier. Das ist doch eine tolle Höhle für die Kinder. Da messe ich euch gleich mal die Breite aus. So. Wir haben hier eine Breite von 1,12,6 Meter und eine Länge von, na, das sind jetzt alles circa Werte, weil so genau kann ich das jetzt gerade nicht messen, 1,85 Meter. Ja, viel Platz für die Kiddies. Und natürlich gibt es hier auch einen Herausfallschutz, seht ihr, der wird dann da oben eingehängt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Genau. Und bei Nichtgebrauch wird es einfach wieder nach oben geschoben. Und als wenn das Bett gar nicht da ist. Super gelöst. Das war der iSmooth 6.9 von Niesmann und Bischoff. Tolles Fahrzeugkonzept. Ist brandneu. Natürlich dementsprechende Lieferzeiten. Ja, die Ausstattung blendet ihr euch ein. Und ja, kommen wir ganz kurz zum Preis. 123.977 Euro. Natürlich mit der ganzen Ausstattung. Ein tolles Fahrzeug. Ja, hat euch diese Präsentation gefallen? Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch. Und möchtet ihr noch mehr Videos von diesem Kanal sehen, abonniert ihn einfach und die Glocke nicht vergessen. Ja, und ich denke mal, ein Fahrzeug werde ich hier noch filmen. Im Freistaat, in Sulzemoos. Und sag euch schon mal auf Wiedersehen.